Martin, Isi und ich spielen heute 100 Jahre Überleben hier in Roblox und ich würde sagen, let's go! So langsam werde ich müde. Ich glaube, das war's mit Fernsehen gucken. Irgendwann kommen ja meine Eltern morgen auch wieder nach Hause. Dann lege ich mich mal hin, so, hier einmal Licht aus und... Warte, was ist das? Was ist das? Die Tür nicht abgeschlossen. Oh mein Gott, hier ist jemand in meinem Haus. Oh mein Gott. Okay, die sehen ich muss mich irgendwie aus. Verstecken. Hier oben. Vielleicht ist ja hier irgendwo ein hier. Vielleicht hier. Okay. Nee, hier ist niemand. Ich hoffe, ich sehe hier keine. War oben. Oh nein! Oh Gott, wer ist das denn? Niemand. Das ist mein einziges Versteck, was ich habe. Schade, ich dachte, ich kann hier jemanden entführen, aber irgendwie finde ich hier niemanden. Oh Gott. Na gut, dann wie jetzt entführen? Gehen. Vielleicht hier? Okay. Warte mal. Okay. Oh, ich höre doch jemanden. Warte. Warte, sie hört mich? Wo kam das her? Nein. Wo kam das her? Nein. Ich habe es doch gerade gehört. Oh Gott, nein. Warte, da oben, oder? Nein. Doch, da habe ich. Oh Gott. Muss hier. Okay, sie kommt nicht in meine Richtung. Doch, sie kommt in meine Richtung. Wo? Da ist sie! Oh mein Gott! So, du kommst jetzt mit! Wieso? Nein! Oh mein Gott, ich werde dich lösen. Ich habe im Rucksack! Jetzt komm schon! Oh mein Gott! Soll ich dich erst dazu zwingen? Nein, ich komme mit! Ich werde euren Safe ausrauben. Aha. Und dann werde ich Lösegeld verlangen. Warte, wie ist der Code? Nimm das Geld gerne! Aber lass mich, der Code. Lass mich einfach hier, sonst machen sich meine Eltern voll aufmachen, Sorgen. Den Safe für mich irgendwie? Okay, ja, bitteschön. Alles klar, danke. Ja, wunderbar. Und jetzt komm, runter mit dir. Oh mein Gott. Du wirst jetzt entführt. Warum? Zack, raus mit dir. Ja, wegen deiner Eltern. Ihr habt doch so ein großes Haus hier. Ihr seid bestimmt reich. Ich werde wir haben kein großes Haus hier. Die Pizzeria gegenüber. Ah, haben ihr habt ein großes Haus. Jetzt los, komm schon. Oh. Warte, steig in mein Auto. Zack. Ja, du wirst jetzt entführt. Okay. Heim mit dir. Na super. Und los. Okay, ich sag, heute ist mein Tag. Heute ist meine Chance, hier zu fliehen. Ah. Was machst du denn hier? Aha. Warte, ich muss kurz zur Tür. Da ist jemand. Okay. Pass auf, dass du... Nein, nicht ja, nach, ja, okay. Ich mach hier weiter die Geschenke, klar. Ja, genau. Alles klar. Dann komm mal rein. Hey, okay. Wo wollen Sie hin? Oh mein Entschuldigung. Gott, jetzt ist meine Chance. Ich renne. Nein! Nein, oh das macht doch nicht. Nie wieder Geschenke einpacken, den ganzen Tag, Tag ein, Tag aus. Komm zurück, du musst weiterarbeiten. Welcher Weihnachtsmann stellt den Entführer an, um hier seine Arbeitskräfte einzustellen? Das kann ja nicht sein. Wer soll denn jetzt die Geschenke ausliefern? Hier hinten bei den Solarpanels. Da kann ich mich sicher gut verstecken. Nein, die armen Kinder werden so enttäuscht sein zu Weihnachten. Okay. Die armen Kinder werden so enttäuscht sein zu Weihnachten. Ja, ist klar, dann entführe halt keine armen Kinder, um deine Geschenke zu machen. Heute ist der große Tag. Heute habe ich meine erste Fahrstunde. Ich bin super aufgeregt. Ich bin endlich alt genug, um Auto zu fahren. Okay, morgen ist... Oh, da ist schon mein Fahrlehrer. Hallo, guten Tag. Guten Morgen. Ich habe schon gehupt. Hast du es nicht gehört? Doch, ich habe gehupt. Ich bin ja rausgekommen. Jetzt steig ein, endlich. Hier, let's go. Wir müssen fahren. Okay, worauf muss ich achten? Ich bin noch nie Auto gefahren. Gar nichts. Jetzt steig schon ein. Okay, los, let's go. Okay, mal zurück und dann hier geradeaus. Ja, Kupplung kommen lassen, genau. Kupplung, okay. Jetzt habe ich abgewürgt. Genau. Oh, okay, Mist. Moment. Ich fahre nochmal. Das ist nicht schlimm, das passiert immer mal. Okay. Lenken nicht vergessen. Gas geben. Jetzt kannst du mal ordentlich Gas geben hier auf der Strecke, das ist gut. Okay, ich fahre hier runter, ja? Nee, fahr geradeaus. Wo fährst du denn hin? Ich drehe wieder um, ich gehe wieder hoch. Links. Jetzt durch jetzt die Stadt, hoch. Okay? Tut mir leid, ich bin jetzt wieder abgebogen. Du bist Geisterfahrer. Mm-mm. Doch, du bist gerade Geisterfahrer. Nein, alles wieder gut, ich wieder runter. Jetzt rechts. Oh mein Gott, das ist ja eine Katastrophe. Hier über den Parkplatz? Weißt du was, ich glaube, ich muss kurz aussteigen. Ich muss kurz zur Apotheke mir ein Mittel gegen Brechreiz holen. Zur Apotheke? Okay, bei der Tankstelle gibt es vielleicht was? Ja, ich geh da mal kurz. Okay, oh Gott, ich brech gleich. Ich fahre ein Stückchen zurück, ja? Oh. Oh, das ist gar nicht gut. Okay, oh, warte, hier ist vielleicht die Apotheke, hier gegenüber. Ich fahre heute im Auto ein Stückchen rüber. Wasser. Okay, dann kann ich hier vielleicht die Apotheke einpacken. So, oh, klasse. Ach, ist da die Apotheke? Oh ja, das scheint sie zu sein. Ich denke. Soll ich dich wieder mitnehmen? Ja, nee, alles gut, bleib ruhig da. Okay, wenn es lange dauert, dann kann ich möchte ja trotzdem meine Fahrstunde haben. Kann ich da einfach ein bisschen fahren? Ja, fahr ruhig los. Ich brauche noch ein bisschen hier. Okay.
Hier kann ich ein bisschen üben. Dann fahre ich hier einfach vielleicht in zwei Kreise durch die Stadt. Das kann ja auch nicht schaden. Dann hier schön auf die Autobahn. Hoppala. Ich glaube, links soll man nicht hoch, aber rechts. Aber ich glaube, das macht hier keinen Unterschied. Dann fahre ich hier wieder runter. Zack, zack. Autofahren ist gar nicht so schwer. Ich weiß gar nicht, warum man da hier x-tausend Fahrstunden für braucht. Ach, was für ein schöner Tag. Ach ja. Oh mein Gott, es tut mir leid. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, mein Auge. Oh, das tut mir richtig leid. Ich habe dich nicht gesehen. Oh, was war das? Oh nein. Ist alles in Ordnung? Geht's dir gut? Du hast mir das Bein abgefahren. Nein, das Bein ist da noch dran. Das tut mir richtig leid. Soll ich ins Krankenhaus fahren? Ich hatte vorher drei Beine. Kein Ding, warte, ich bring dich rüber. Komm mit. Hol mein Bein zurück. Oh nein. Wo ist denn dein Bein? Ist es unter dem Auto? Oh Gott, nein, ich sterbe. Oh Gott, nein, nicht, du stirbst. Was soll ich denn jetzt machen? Krankenwagen. Kann mir jemand helfen? Krankenwagen? Okay, Krankenwagen. Aber das Krankenhaus ist doch direkt da. Ich trage dich einfach rüber. Okay. Das sind nur ein paar Meter. Was soll schon passieren? Oh Gott, oh, das hätte ich sein können. Stell mir vor. Oh Gott, aber ich meine, es ist ganz gut, dass das Krankenhaus hier direkt in der Nähe ist. Oh mein Gott, ich hoffe, ich werde nicht ins Gefängnis gesteckt. Hallo, ich brauche hier dringend jemanden. Hallo. Ich bringe dich hier schon mal in den Krankenraum. Es kümmert sich sicher gleich ein Arzt um dich. Der geht sicher gut. Da war gar kein Bein ab. Ich hatte nur ein bisschen Halluzination. Okay, jetzt muss ich wieder zum Auto, weil meine Fahrstunde ist ja noch nicht vorbei. Und dann muss ich ja irgendwann auch mal meinen Führerschein machen. Da muss man ja auch mal an sich selber denken. Nicht, dass mir hier sonst mein Führerschein abgenommen wird. Das ist hier. Hey, was ist denn los? Hä? Ha, hast du gerade jemanden angefahren in meiner Abwesenheit? Ich? Ja, du, genau. Nein. Hier, ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Da lag jemand drin. Was? Nein. Ja, hier hinter dir bin ich. Nein. Die hat gesagt, sie wurde von einem roten Fahrzeug angefahren. Rotes Fahrzeug? Ja, das ist rot. Da muss sie jemand anderen gemeint haben. Dann muss ich dir vielleicht den Führerschein entziehen. Nein. Lassen Sie mich doch erstmal hier meine Fahrstunde fertig machen. Okay. Wir üben einfach noch ein bisschen. Okay, wir kriegen das schon hin. Du wirst heute niemanden mehr überfahren, ja? Genau. Dafür sorge ich. Okay. So, jetzt müsste Izzy auch eigentlich gleich kommen. Ich meinte, wir treffen uns vor der Pizzeria. Ah, hi Izzy! Ah, hi, da bin ich! Oh, ewig nicht mehr gesehen. Bist du hungrig? Ja, mit meinem Lastenrad hier. Dem Lastenrad? Ja, ich bin schon hungrig. Ja, so eine kleine Pizza, das kann ich mir jetzt wegfallen. Ich denke, eine große Pizza wäre auch nicht schlecht, oder? Ja, vielleicht auch zwei, mal gucken. Okay, wo muss man sich hinsetzen und bestellen? Ah, ich glaube, die kommen sicher bald einfach, oder? Ja, die kommen bestimmt bald, ja. Warte, schläfst du? Ich glaub, das ist Alter, was es mit dir macht. Wie läuft's denn im Job bei dir? Also gerade irgendwas gesagt. Ich habe gesagt, wie läuft's denn im Job bei dir? Und dann das, hast du davor geschlafen. Das davor, meine ich. Das ist das mit dem was? Alter, das ist mit dir macht. Ich meine, du wirst auch nicht jünger. Komm, wollen wir die Pizza einfach da raus? Lass uns die Pizza einfach nehmen, ich weiß, das stimmt. Die war. Dann können wir schon mal essen. Hier können wir uns Pizza nehmen. Und da ist sogar Cola. Oh ja. Yeah, klasse, lecker. Guck mal hier. Dann haben wir Pizza, Cola. So, jetzt erstmal Hände waschen hier. Vor dem Essen, Ronja. Du musst ja natürlich. Manieren. Ja, nein, da hast du nicht unrecht. Hier, Hände waschen. Ja, sag ich ja. Warte mal, was haben die denn in dem Kühlraum? Minus 18 Grad. Wollen wir gucken, wer es länger im Kühlraum aushält? Nein, wirklich? Okay, let's go. Oder? Das machen. Okay. Ja, ich bin dabei. Okay, dann los. Aha. Okay, los. Oh. Die haben hier Spezialteig drin. Oh mein Gott, ist das kalt. Ich frage mich, wie die hier Milch bei minus 18 Grad auflagern. Die ist doch tiefgefroren. Das ist tiefgefroren. Und der Teig auch. Und tiefgefroren, der Käse. Ich oh mein Gott, das ist zu kalt. Okay, ich will nicht verlieren. Eine gute Idee. Okay, ich esse jetzt ein bisschen Pizza, um mich warm zu halten. Oh, ja, schön Sport machen. Oh, ist zu kalt. Sehr gut. Okay, die Pizza hat nicht geholfen. Okay, ich kann nicht mehr. Okay, ich muss raus. Oh mein Gott. Ich bleib noch. Oh mein Gott, Izzy, es brennt! Izzy, es brennt! Izzy, komm raus! Izzy, was? Du bist ganz blau! Ich brenne nicht! Du bist ganz blau geworden! Was? Blau? Oh, warte, was? Brennt's. Nein! Oh, wir müssen hier irgendwie raus. Wie kannst du denn hier. Okay, einmal durch. Oh mein Gott! Ah, du nicht durchs Feuer laufen! Warte, hier vorbei! Ich nehme den Hinterausgang. Oh, das ist eine gute Idee. Schnell raus. Warte, wobei, vielleicht tau ich denn hier auf. Ich glaube, ich stelle mich hier so einen Moment. Oh Gott, nein, mach das doch nicht! Pass auf, dass hier nichts passiert! Bestimmt hilft das! Meine Haut wird dann besser. Oh mein Gott, Izzy! Ja, mir geht's wieder gut. Dir geht's überhaupt nicht gut. Du bist ganz angekohlt. Ich bin verkohlt! Du Nein! Du bist komplett verkohlt! Deine Haut ist voller Ruß! Nein, meine Haut ist verbrannt! Komm, jetzt geh raus! Geh doch nicht wieder in die Pizzeria rein! Nein, das geht schon, Ronja! Das ist schon in Ordnung! Nein, das ist nicht in Ordnung! Oh mein Gott! Das hat funktioniert! Ich glaub das nicht! Ich spiel mit dem Feuer hier. Im wahrsten Sinne des Wortes! Du Wahnsinnige!
Okay, das war eine knappe Sache, aber gerade nochmal so sind wir der Mensch. Wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. So, dann haben wir hiermit 100 Jahre überlebt in Roblox. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und dann könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos und schaut unbedingt bei Easy vorbei. Da kommen nämlich auch coole Roblox und auch Minecraft-Videos. Wir haben nämlich ein neues Minecraft-Projekt. Dankeschön, ich habe mich gut gehalten. Das ist das Händewaschen. Das macht mich jung. Ja, okay. Ja, wir haben nämlich ein neues Minecraft-Projekt. Das kommt jetzt immer samstags und mittwochs bei Easy und mir abwechselnd auf den Kanälen. Und dann macht's gut. Tschüss!